So, nach den fulminanten Fortschritten der letzten Videos in The High Boat und so weiter, Pinestripe, geht's jetzt weiter mit Slippery Climb. Das klingt nach ein bisschen Climben. Oh, es ist so. Ich befürchte schon, das wird eine sehr große Videodatei mit dem Regen hier. Aber immerhin laggt das nicht oder es ruckelt nicht. Laggen tut es ja nur, wenn es über Internet geht. Und dann die Latenz da eine Rolle spielt, aber das interessiert doch jetzt keinen. Finde ja ganz witzig, diese Musik. Oh, das... Boah. Scheiße. Ich muss erstmal wieder reinkommen, ist wieder ein Tag her. Ich nehme ja meistens nur so zwei Videos am Stück auf, damit ich auch... Was ist das denn für eine Treppe hier? Die geht einmal wieder runter. Was kann man mit hierfür Fallen rechnen? Also jetzt kriege ich ein bisschen Angst vor diesem Level. Immerhin bin ich jetzt da drauf mal gelandet. Dieses Timing ist ja grandios. Komme ich da jetzt irgendwie rüber? Es war doch bei Donkey Kong Country viel abgestimmt. Oh, cool, da bin ich irgendwie sogar retten gegangen. Das war nicht mal geplant. Ich habe das hinten gar nicht mal gesehen. Hui, und dann bin ich hier rüber. Hui, und immerhin passt es da noch. Auch wenn das nicht so aussieht. Boah, ist das für ein Gruselschloss oder was auch immer das ist. Hui, das war wieder mal knapp. Gibt es irgendwann mal einen Checkpoint? Das wäre ganz nett. Immerhin habe ich gleich ein Leben dazu gewonnen. Boah. Ich würde mir das gerne mal angucken vorher, bevor ich springe. Da ist zum Beispiel ein Vogel. Der fliegt manchmal höher und manchmal wieder niedriger. Als hätte er den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Kann ich auf den drauf? Boah, ich glaube, den braucht man sogar. Oh, das war dumm. Und ich habe den ganzen Kram noch einmal machen. In meinem Leben. Zwei Leben. Wie? Wo kommt das eine jetzt her? Habe ich das bisher immer weggeschleudert oder was? Und habe es nicht bekommen. Seltsam. Immerhin, das Spiel ist ab und zu mal gnädig. Genießen wir das und nutzen es aus, indem wir das nächste Speicherhöhlchen erreichen. Was war das jetzt? Ich wusste nicht, dass er mich gleich umbringt. Ich dachte, der wirbelt mich ein bisschen auf oder so. Okay, merken, Hand überspringen. Die ist genauso böse wie in Zelda. Oder in Banjo-Kazooie. Gab es da nicht auch Hände? Ich muss gerade überlegen. Gab es da Hände? Fällt mir gar nicht mal ein gerade. Auch wenn ich irgendwie meine, irgendwo gab es Hände. Es gab höchstens... Oh, okay, ich kann drauf springen. Das wollte ich nur wissen. Ja, natürlich gab es eine Hand. In Mad Monster Manson. Manson. Ihr wisst, was ich meine, die Hand, die Klavier gespielt hat. Zumindest die gab es schon mal, ich glaube, es könnte auch... Es gab auch in anderen Häusern so Geisterhände. Auf jeden Fall. Immer diese Parallelen zu Nintendo-Spielen. Wenn das hier jetzt nur PlayStation-Liebhaber gucken, weil es ja ein PlayStation-Spiel ist, die regen sich darüber bestimmt total auf. Aber es ist halt so, auf meinem Kanal gibt es hauptsächlich Nintendo- oder PC-Spiele und... Das hier ist das erste und vielleicht einzige Spiel für PlayStation. Mal sehen. Ich bin halt nicht so der PlayStation-Kenner, sagen wir es mal so. Es muss entscheiden, dass PlayStation schlecht ist. Und da. Oh, dieses Mal lief das gut. Jetzt gerade nochmal wiederholen, bitteschön. Hüpf und zack. Perfekt. Da will ich rein, auch wenn es vielleicht dumm ist, weil ich dadurch auch wieder Leben verliere. Und ganz toll ist ja, dass ich dann wieder bis hierhin spielen darf. Das ist natürlich großartig ausgedacht, Sam. Ja. Merken wir uns, solche verrückten Leben holen wir uns nicht geplant. Nur wenn wir, wie beim ersten Mal, außer Sehen da reinspringen. Jetzt verrutscht mein Headset. Ah, komm. So, dürft sie da passen? Ah, dumme... dumme Treppe. Du willst mich ja nur am Checkpoint erreichen hindern. Immerhin bin ich ja froh, dass hinten bei der Mauer die Dinger da nicht rauskommen und ich dann noch darüber springen muss. Also diese Fallen, die kennt man ja aus anderen Leveln. Aber wir wissen genau, hier zum Beispiel beginnt das dann trotzdem noch. Wäre ja auch zu gütig sonst. Ah, dieser Regen gefällt mir nicht so, allein vom Optischen her. Er ist wahrscheinlich auch sehr aufwendig. Aber ich finde, das braucht man gar nicht.
um Atmosphäre zu erzeugen, reicht das Gewitter. Ja. Sage ich jetzt so, weil es mich daran hindert, ausreichend zu sehen oder einfach mehr als ausreichend. Ausreichend kann man ja noch sagen. Aber der Regen an sich, würde ich sagen, ist durchaus besser als Regen, den Nintendo zu dieser Zeit hergestellt hat. Es könnte daran liegen, dass die Hardware-Möglichkeiten einfach höher waren von PlayStation zu der Zeit. Und zu heutiger Zeit sowieso. Was aber nicht scheiße, wie gesagt, dass es besser ist. Für die Grafikuren auf jeden Fall. Wie machen wir es? Immerhin haben sie denselben Rhythmus und zack. Sehr schön. Eigentlich ist es gar nicht so schwer, auch wenn die Fläche, die man treffen kann, nicht sehr groß ist. Aber immerhin kann man sie töten. Das ist das Wichtigste. Du wirst jetzt eine Sprungchance für mich. Chance. Bleib dein Leben, immerhin. Irgendwann ist es wieder so ein Level, wo es keinen Checkpoint gibt oder was. Das wäre kacke. Solche Level sind echt übel. So lang. Oder wie bei dem Heavy Maschinerie. Ich krieg's nicht aus dem Kopf, diesen Namen. Da gab es erst ganz spät einen Checkpoint und dann ging's runter und in die andere Richtung. Das war... Ey, nee. Jetzt muss ich den ganzen Kram nochmal machen. Von ganz vorne an. Ihr wollt mich doch verarschen. Kann es sein, dass vorher das Leben nur eins war, nur durch diese 40 und ich das missinterpretiert habe als ein Extra-Leben? Naja, egal. Kann ich mir ja später nochmal angucken. Hey, und richtig toll. Jetzt machen wir das zum wievielten Mal? 7. Nicht ganz wahrscheinlich, aber kommt mir schon so vor. Boah, und wenn ich jetzt wieder gestorben wäre, dann hätten wir es noch ein 8. Mal gesehen. Naja, immerhin. Bisher ist der Frust noch nicht zu groß. Kann ich da oben drauf springen? Sieht nicht so aus. Aber auf den Deppen. Und ich nehme lieber das nächste, ja. Und da warte ich auch noch eine Runde. Und dann dasselbe nochmal. Einmal kann ja nicht reichen. Und auch zweimal ist noch zu wenig. Da muss noch ein Vogel für die Menschheit, für die Dachse dran glauben. Aber bis auf das Intro gibt es weitere Hintergrundinformationen bisher noch nicht, wenn ich das richtig gemerkt, gesehen und verstanden habe. Das heißt, sie wissen gar nicht, was genau jetzt das wichtige Ziel ist. Vielleicht seine Schwester oder wer auch immer diesen blonde Mädel ist, zu retten. Aber was hat dieser Bösewicht mit den Bandicoots vor? Will er die Welt an sich reißen, die Weltherrschaft, oder was? Also er ist ja schon ein bisschen finster drauf. Ich habe schon ein bisschen Angst bekommen, als er da im Intro geredet hat. Das war auf jeden Fall sehr authentisch rübergebracht. So, jetzt aber. Komm. Ich warte auf jeden Fall noch ein Stück und dann jetzt. Und jetzt bitte nicht auf diese Scheißlücke. So, gibt's jetzt vielleicht irgendwann mal... Scheiß Checkpoint! Hey, ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss hier irgendwie einen neuen Emulator zulegen. Suchen. Der... Oh! Hui! Zum Glück bin ich nicht in die Starren geflogen. Der mittendrin selbst jetzt machen kann, ohne dass ich die Aufnahme stoppen muss. Das wäre doch cool. So, jetzt müssen wir das gescheit abpassen. So. Boah, das war knapp. Und gut, das müssen wir ein bisschen knapper machen. Das ist. Das eigentlich gar nicht so scheint, dass es klappen würde, aber dann klappt es halt doch. Das ist die Magie an diesen Timing-Geschichten. So, jetzt springen wir nämlich und dann. Boah, das war knapp. Kann ich da weiter? Ich will nicht irgendwo runterfliegen. Ich hoffe ja nicht, dass irgendein Leben rumliegen. So, das geht schnell. Und das da oben anders. Aber genauso schnell. Ja, gut. Das ergibt Sinn und dann haben wir es geschafft. Ich muss dann durchatmen. Ey, ich muss den ganzen Kram nochmal machen, wenn ich jetzt verkacke. Den ganzen. Von ganz Anfang des Levels. Immerhin davor habe ich gespeichert. Ganz legal. Checkpoint.
glaub's ja nicht. Jetzt muss ich ja nur noch hinkommen. Und mehr als den Anfang dieses Levels muss ich halt nicht nachmachen, wenn ich den Game Over gehen würde. Dankeschön. Auf jeden Fall jetzt noch ein paar Versuche ab dieser Stelle nur noch. Und vielleicht schaffe ich es ja. Bis zum nächsten Speicherpunkt, den es nicht in diesem Level geben wird. So viel ist klar, es gäbe bereits schon mindestens eine Speicherkarte. Das ist jetzt dumm von mir, aber der Mechanismus verwirrt mich ein bisschen, der da links auf mich wartet. Aber echt mal jetzt, der ist ausgefallen. Ich komme da nicht drauf, klar. Moment, warten wir ab. Es geht nach links, nach rechts und dann geht tun die Dinger da total verrückt rumschweben. Das ergibt gar keinen Sinn. Dieser Mechanismus läuft auch durch die Luft. Ohne Verbindung. Ich komme nicht drauf, klar. Ich springe auch immer zur selben falschen Zeit, weil ich immer denke, dann ist es richtig. Komm jetzt. Beinahe. Immer mit der Ruhe. So. Wenn ich jetzt oben bin, dann spring ich jetzt. Und ah, gut, endlich. Das gefällt mir jetzt nicht so, diese Timing-Geschichten. Aber das ganze Spiel besteht aus Timing-Geschichten, darf man nicht vergessen. Aber hier, wo man so einfach nicht hinterblicken kann, worum es eigentlich geht und dann sowas passiert. Ah. Immerhin, das muss man sagen, er kann so weit, so tief wie möglich stürzen. Ist total egal, dadurch verliert er kein Leben. Wäre ja noch schöner. Die haben mir ja keine Herzen über Zelda. Hüpf, haha. So langsam habe ich es raus. Und da kann ich noch drauf. Und was klärt hier so? Schießt da jemand rechts? Da schießt doch jemand. Ey, ich will nicht sterben. Immerhin war vor einer Weile ein Checkpoint. Wer bist du denn? Boah. War das nicht der Gehilfe aus dem Intro, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann könnte das Spiel ja schon bald durch sein, aber das kann nicht sein. Ich habe viel zu wenig Prozent. Oder liegt es einmal daran, dass ich die Bonusdinger nicht eingesammelt habe, die Kisten nicht alle zerstört habe und so weiter. Okay, hier muss ich dann unter Druck... Oh, das war dumm. Ja. Das Spiel... Man muss halt immer so viel nachspielen. Das ist doch nicht die feine japanische Art, die wir gewohnt sind. Ich bin Dachs. Mit Turnschuhen. Hüpf. So weit war das doch nicht. Da bin ich schon wieder oben. Ich habe mir halt viel Zeit gelassen, muss man sagen. Jetzt darf ich da runisch an dem Typen verkacken. Ich habe keinen Akku leider. Ihr wisst schon, meinen Schutzheiligen. So, wie mache ich das diesmal? Ich habe es einfach vom ersten Mal hingekriegt. Ups. Ja, der ist eigentlich gar nicht so schwer. Ist auch nur so ein Physiker. Was hat der schon körperlich drauf? Reut gar nichts. Wenn man mal auf die Details hinten achtet, das ist auch gar nicht mal so. Na gut, wiederholt sich auch gut. Hab nichts gesagt. Ich dachte schon, die bringen so Einzigartigkeiten ins Spiel. Mit tropfenden Wasserspeiern und Löchern. So, jetzt will ich aber keinen Fehler machen hier, bitte. Ich warte, bis es weg ist und dann springe ich jetzt. Musste passen. Boah, knapp. Und dann verkackt es an der Plattform. Habe ich noch 5 Leben. Moment. Ja, ist doch gar nicht so wenig. Und mir fehlen noch 2 von diesen bösen Typköpfen. Und dann habe ich wieder dieses Bonusspiel, dieses mega schwere. Wo ich nicht weiß, was es mir bringt. Ich bezweifle aber, dass der Typ mich speichern lässt. Oh, super, genau gegen die Stacheln. Da haue ich mit glattem Hinterkopf an den Stuhlrücken. Zum Glück ist er gepolstert, sag ich dann. Oh, tüpf. Kein Ding. Heute bin ich irgendwie gechillt drauf. Und deswegen... werde ich mich davon auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Vor allem, wenn man Descent durchgespielt hat. Ich weiß nicht, ob ich das Finale jetzt an diesem Video schon, an dem Tag, wo dieses Video öffentlich kommt, schon hochgeladen habe. Aber Descent ist durchgespielt. Descent 1. Und wer das schafft,
Die hat sowieso die Ruhe weg, zumindest auf Insane, die schwierigste Schwierigkeitsstufe. Aber bin ja schon ganz stolz, dass ich das geschafft habe und so viel zu meinen anderen Projekten, Fremdwerken im eigenen Video. Oder nehmen wir jetzt einfach, was es ist, Schleichwerk. Cool, der kann da stehen. Aber nur auf dem ersten. Das könnte ich mir zunutze machen, wenn es auch andersrum klappt. Auf dem ersten stehen und warten, bis die Treppe da ist. Das könnte vielleicht, naja, ich glaube, das ist ein großes Risiko. Komm, ruhig jetzt. Und spring. Ist doch alles nicht so schwer. Hui. Manchmal denke ich, die Rolle reicht nicht aus, sie ist zu kurz. Und spring. Und dann brauchen die Treppen so scheiße lange, bis sie sich wieder ausfahren. Aber ich muss halt schon vorher springen. Weil die Zeit sonst nicht reicht, wenn ich erst springe, wenn die Treppen schon ausgefahren sind. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was ich hier zusammenspiele, ist generell nicht gut. Das ist traurig. Das ist keine gehobene Jump'n'Run-Kunst. Ganz und gar kein Hochgenuss. Aber das ist ein Physiker, dem jetzt eine reinhauen und das ist auch schon was. So, immerhin. Nieder mit dem Wissenschaftler. So. Hüpf und jetzt hat's gepasst. Jetzt bin ich so weit wie noch nie. Und jetzt muss irgendwann noch ein Checkpoint geben. Jetzt will ich es nicht versauen, bitte. Jetzt bitte nicht versauen. Immerhin, das Level ist echt angenehmer als Heavy Maschinerie mit diesen scheiß Robotern. Boah, das war knapp, weil die so scheiße komisch fliegen. Immer noch kein Checkpoint, aber ein Leben. Und der zweite Typ von dem, dann kriege ich wahrscheinlich auch noch den dritten in diesem Level. Mal sehen, ob ich es dieses Mal schaffe und ob mir das was bringt. Wahrscheinlich so ein Kristall oder so, den man am Ende des Levels manchmal sieht. Oder immer. Ja, geh weg wieder. Danke. Und hüpf und hüpf und zack. Glück, dass das immer reicht mit der Höhe. Ah, das ist nicht gut. Da muss ich auf die Stacheln jetzt auch aufpassen. Kleiner Sprung, kleiner Sprung. Kleiner Sprung, ganz kleiner Sprung. Dumme Hände, die sind immer so unberechenbar, obwohl die eigentlich das gleiche Muster immer haben. Trotzdem können sie überraschen. Hüpf. Immer schön langsam. Wir wollen ja keine Kombos zum Besten geben. Hör ich da ein Ziel? Nein, das wäre zu schön gewesen. Was macht ihr denn da für komische Flugbewegungen? Der Regen ist so schwer, ne? Oder nehmt euch einmal eine Rückenmassage. Zack. Boah, das dachte schon, das wäre zu weit, ey. Ah, krieg ich den Akku jetzt nicht, oder was? Das wäre fies. Egal, mal sehen, ob ich das hier mal schaffe. Mein zweiter Versuch erst meines Wissens. Ganz schön wenig bisher. Der Kristall sieht schön aus, erinnert mich ein bisschen an Tiberium. Tiberium Wars und so. Oh nein, das sieht schon wieder so kacke aus. Ja. Ich liebe diese Dings. Diese Bonus-Level. Ah, immerhin, ich krieg den Typen noch. Sehr nett. Aber ich weiß nicht, ob ich diese Bonus-Level jemals schaffe. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Save-Set davor und dann probiere ich es so oft, bis es klappt. Und jetzt will ich hier keinen Fehler machen. Das sieht gut aus. Das konnte man auch gut abpassen. Weil das hier jetzt schon mal ein bisschen mehr Sinn ergibt. Auch wenn es trotzdem wieder so ein komischer Rhythmus ist. Also eine komische Kurve, die so fliegen. So, ich muss es wagen. Ah, gut. Wow, das ist doch mal wieder angenehm. Es geht nur um Kreis. Das kennen wir von Nintendo. Das gehört sich. So versteht es auch jeder Mensch. Das hole ich mir nicht, auch wenn ich es gerne holen würde. Aber wir wissen, wie es beim letzten Mal ausgegangen ist. Ich bin in den Abgrund gestürzt. Upf. Reicht die Höhe? Ja. Was ist das jetzt hier? Ach, wieder ein Physiker. Ein Reagenzglas-Physiker. Er physikiert die Reagenzgläser. Ihr wisst, was ich meine. Ui. Wieso so viele Leben? War das Level jetzt so schwer, oder? Das nächste wird wohl so schwer. Jetzt nur nicht an dem verkacken, das wäre übel. An so einem einfachen Gegner. Der Streber in der Klasse ist das. So. 8 Leben. Perfekt. Level geschafft.
Ich würde sagen, da mache ich erstmal einen Schnitt, aber ich mache gleich noch das zweite Video. Da muss ich nicht im Anschluss erst schneiden. Und dann geht's weiter gleich mit Lights Out. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao.